Auf geht's. Gläubige Menschen nehmen mich als Symbol. Du kannst mich drehen und stark werden wohl. Ein Kreuz. Was haben wir denn heute auf dem Plan? Da lang, da lang, da lang. Okay. Und jetzt. Da lang. Es tut mir leid, Liebling. Ich dachte gerade daran. Ui. Wer bist denn du? Eine Hausputze. Hallo, Liebling. Susan. Was? Was war das denn? Hä? Verwirrt? Vier und vergessen lassen, vergessen lassen, vergessen lassen. Und lauf! Was war denn das gerade? Die Mutter hat mich gesehen, wie ich mit der Susan geredet habe und ich wurde entdeckt. Sie kümmert sich um die Wäsche. Ah, sehr informative. In der Tat. Wo läuft die jetzt hin? Hallo, Lucius. Hallo. What do you do? Hallo, Liebling. Geh zu. Guck mal. Ja, was macht die jetzt? Hallo, Lucius. Ja, du musst mich nicht 10.000 Mal begrüßen, ne? Sie kümmert sich um die Wäsche, ja, na und? Verrückt. Einfach verrückt. Wir haben sogar im Badezimmer ein Kreuz. Wir haben sogar im Badezimmer ein Kreuz, ja, na und? Pff, wer nicht? ja, hier ist doch die Wäsche. Ah, umdrehen. Drehst doch um. Ja, was ist damit? Das kann man aufmachen. Und? Was ist denn das? Soll ich jetzt ihre Sachen da machen, oder was? Hä? Ist dort irgendwas? Nein. Was liegt denn hier überall auf dem Tisch? Eine Blume. Soll ich die da rein? Wieso soll ich eine Blume putzen? Hä? Ernsthaft? Ich habe jetzt eine Blume reingesteckt. Ja und? Und jetzt? Kann ich das jetzt irgendwie anmachen oder so? Oh Mann. ja und jetzt? Die reden da immer noch. Oh, hallo Lucius. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Da haben wir noch was. Ah, nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Hallo, Junge. Hallo. Ja, und jetzt? Soll ich das jetzt irgendwie anmachen oder so? Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht. Hä? Ist hier irgendwas? Jetzt kommt sie doch. Was tut sie da? Hallo, Liebling. Irgendwas in der Luft. Okay. Wieso kann ich das... das kann ich doch auch machen. Hier ist aber wirklich nichts. Ja, ein Wasser. Jetzt läuft sie weg. Super. Was soll ich damit tun? Dann kann ich da auch irgendwas anrichten. Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert, okay.
Interessant. Und das? Ich weiß nicht. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Hey, wenn das nicht der Wunderknabel ist, kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, mein Monteur doch mal gefunden. Sein was? Werkzeug für Handwerker suchen. Ja, da haben wir noch was. Psst, hör zu. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Ach, dein Montiereisen aus dem Lagerraum. Ist das hier ein Lagerraum? Storage Room. Ein Montiereisen. What the fuck ist ein Montiereisen? Nein! Hä? Ah, das war. Wo ist denn hier bitte schon ein Montiereisen? Ich hab keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ist hier irgendwas? Nein. Was ist denn ein Montiereisen? Sicherungen, Schlüssel. Was ist denn der Schlüssel? Lagerkäfigschlüssel. Interessant. Ich weiß nicht, wovon der gelabert hat. Ein Montiereisen. Hier liegt doch irgendwas. Aus dem Lagerraum. Wo ist denn hier bitte schon ein Lagerraum? Ist das hier ein Lagerraum? Ich habe keine Ahnung. Da kann ich dir wohl leider nicht helfen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Oh, was will die denn jetzt halt hier mit dem... Da stand wirklich nur... Interessant. Ja, aber... Ich glaube mal, dass wir erfahren werden, was es mit der Wäsche auf sich hat in der nächsten Folge. Ja, so tun. So machen wir es. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ich melde mich zurück, da ich einen kleinen Nachtrag hinzufügen wollte. Ich wollte es jetzt nicht so stehen lassen und weil es von der Folgenlänge nicht hinhauen würde. Ich habe hier ein bisschen rumgeschaut, was es doch sein könnte und dann ist es darauf hinausgelaufen, dass man nur das hier verändern kann. Und es ist wirklich so. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Oh, Waschmaschine kaputt. Du solltest schnell kommen. Hallo, Junge. Hallo. Okay. Ja, das schneiden wir einfach mal dazu. Und jetzt? War's das, oder was? Hallo, Junge. Ah, gut, ja. Finger weg von Drogen. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt einen Monat hier. Was glauben Sie, wie lange Sie eine wertvolle Polizeiressource als Aufpasser für diese Snobs verschwenden können? sie kommt jetzt. Ich glaube, sie weiß das noch gar nicht. Kommen Sie mal mit. Hallo, Lucius. Hallo. Geht's zu. Oh, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ich glaube, es funktioniert wirklich so. Also, schnell unter die Dusche. Schnell unter die Dusche, okay. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Okay, sie duscht jetzt. Folgen wir ihr mal. Schauen, was ich habe. Stell dich ab. Kann ich so blöd gucken. Ja, ja, wir folgen einfach mal. Mal gucken, wo sie uns hinführt. Müssen mal das Haus begutachten. Ist hier auch ein Bad? Nein. Oh, was war es denn hier? Achso, so ein Einteilungsplan von denen, okay.
Was machst du da? Ich sehe hier auch kein Badezimmer. Geht die jetzt gleich weiter oder eher nicht so? Hallo, Liebling. Nee, ich glaube nicht. Badezimmer. Ich weiß, wir waren in einem Badezimmer. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Das war ja hier. Aber hier duscht sich... Boah. Duscht sich keiner. Aber Wasser ist eingelaufen. Was ist jetzt passiert? Ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Na, das trifft sich aber gut. Aber wo ist sie? Oder kommt sie erst? Ah, sie kommt erst. Komm, komm mal hinne. Hallo, Lucius. Hallo. Mitkommen. Nicht so. Mitkommen. Oder ich stech dich ab. Will mitkommen. Okay, wir wurden rausgeschmissen. Okay, lol. Es ist zu. Da kommen wir hier so rein. Nein. Aber die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, das ist eben... Wir machen mal die Tür zu. Hier. Können wir da wirklich gucken? Ja, wir können gucken. Nennen wir es mal so. So, sie liegt in der Badewanne. Ich will da jetzt nicht so hinschauen wegen YouTube und so. Wenn die was dagegen hätten. Was ist denn da? Ein Föhn. Das könnte das Ganze noch spannender gestalten. Ich will den Föhn jetzt... Oh, das ist so... Der Föhn ist weg. Der Föhn ist im Schrank drin. LOL. Ah, nee, da war doch was. Da war doch gerade. Der Föhn ist im Schrank drin. Oh, Mist, da ist es doch. Geh raus, blöder Föhn. Rein in die Wanne. Komm zu mir. Blöder Föhn, wieso kommst du nicht? Oh. Da ist er doch, da ist er. Wo ist er denn? Ich bin meinen schnellen Mausbewegungen hier. Da. Jetzt geh doch raus. Du blöder Föhn. Geh raus. Jetzt bin ich wieder weg. Lol. Wie hab ich denn das geschafft? Hä? Was ist da los? Ah, neuer Föhn da. Hey, Gott sei Dank. Wieso kann ich den nicht einfach... Der verschwindet. Der will gleich nach hinten. Es ist einfach unmöglich, was mit dem Föhn abgeht. Nein, jetzt ist er wieder im Schrank drin. Nein. Jetzt kann ich wieder zurück. Ey, was ist denn das? Der Föhn will einfach nicht in die Badewanne rein. Ah, wir versuchen jetzt einmal noch. Kann ich nicht irgendwie so zu mir hinzoomen? Nein. Jetzt ist er unter der Badewanne. Ey, das. Nein. Schade. Jetzt. Geh doch rein. In die blöde Badewanne. Ey, das ist wirklich. Wo ist jetzt hin? Oh, dieser Föhn. Der will einfach nicht da rein. Ich spüre es, der will einfach nicht rein. Oh, jetzt hängt er wieder im Klo fest. Das ist doch wunderschön. Es ist wirklich schwierig hier mit dem Föhn. Wir haben es geschafft. Okay.
Du hast eine neue Fähigkeit erhalten. Entzündung. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat Ihre Familie untersucht, als er verschwand. Juni '73. Überdosis Dämpfe. Ja, aber dies werden wir leider nicht mehr schaffen. Das wollte ich nur als kleinen Nachtrag hinzufügen, damit es eben mit der Folgenlänge hinkommt. Ja, also jetzt hat ganz hier. Jetzt sind wir ganz sicher fertig. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.